Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin der Mo und heute geht es um Luftschiffe auf der Venus. Viel Spaß! Ein Video, das ich euch schon 2020 angekündigt habe und das, obwohl es eines meiner Lieblingsthemen ist, bisher noch nicht auf Senkrechtstarter behandelt wurde, ist das NASA-Konzept für die Erkundung der Venus mit Luftschiffen. Ja, richtig gehört. Es gibt eine Machbarkeitsstudie der NASA zu Luftschiffen mit Crew auf der Venusatmosphäre. Von 30 bis 360 Tage Missionen ist dort die Rede. Als ich von diesem Thema das erste Mal gehört habe, kam ich direkt ins Träumen und musste an die Flüge in gleißendem Licht über der Wolkendecke denken und an ganze fliegende Städte. Ich erzähle dir heute, warum die Venus eigentlich ein hervorragendes Ziel für astronautische Missionen ist, was die Machbarkeitsstudie der NASA vorschlägt und warum Elon Musk mit SpaceX den Mars als nächstes Ziel der Menschheit sieht und nicht Venus. Wie immer bei mir findest du Quellen in den eckigen Klammern, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik mehr verpassen möchtest, genau, dann abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jede Woche eine neue Folge von Senkrechtstarter und am Sonntag immer die Raumfahrt-News. Okay, was will der Junge jetzt mit der Venus? Naja, seien wir mal ehrlich, warum eigentlich Mars? Die Venus ist der erdnächste Planet. Tatsächlich haben die Sowjets und Amerikaner, bevor sie Sonden zum Mars geschickt haben, zuerst Sonden zur Venus geschickt. Das war von den Amerikanern zum Beispiel Mariner 2, die startete am 27. August 1962 und konnte Daten aus der Atmosphäre sammeln. Und tatsächlich, die erste erfolgreiche weiche Landung auf einem anderen Planeten gelang den Sowjets mit Venera 7 am 15. Dezember 1970. Die Struktur und Größe der Venus sind sehr ähnlich zur Erde und so ist auch die Schwerkraft der Venus mit 90% der Erde sehr, sehr ähnlich. Zum Vergleich, der Mars hat weniger als 40% der Erdschwerkraft. Durch astronautische Langzeitexperimente im niedrigen Erdorbit, wie auf der ISS, wissen wir, dass die Physiologie des Menschen massiv unter dem Wegfall von Schwerkraft auf den menschlichen Körper leidet. Wie schlimm es auf dem Mars für uns Menschen wäre, wissen wir noch gar nicht so genau. Aber was unterscheidet die Venus von der Erde? Ja, wie hat Charlotte Bewick in meinem Interview so schön gesagt? Venus ist sozusagen der böse Zwilling von der Erde. Ist ungefähr die gleiche Masse, also ungefähr die gleiche Größe. Warum böse? Naja, durch die 96% CO2 in der Atmosphäre und die Nähe zur Sonne gibt es einen brutalen Treibhauseffekt auf der Venus. Und so beträgt die Temperatur am Boden höllische 462 Grad Celsius. Auch der Luftdruck in Bodennähe entspricht mit über 90 Bar dem Niveau der Tiefsee und ist damit hoch genug, um die meisten U-Boote zu zerquetschen wie eine Cola-Dose. Aber warum zum Teufel würde man dann in diese Hölle wollen? Da ist der Mars mit minus 63 Grad Celsius und 0,006 Bar doch deutlich gechillter. Ja, zum einen hat die Venus auf den ersten Blick durchaus Vorteile. Die relativ ähnliche Schwerkraft habe ich ja schon genannt. Dazu kommt, dass durch die Nähe zur Sonne die Energieausbeute durch die Solaranlagen deutlich höher wäre als auf dem Mars. Auch die dichte Atmosphäre hat Vorteile. So ist der Schutz vor kosmischer Strahlung auf der Venus mehr als 1000-mal so stark wie auf dem Mars. Der Strahlenschutz ist auf der Venus tatsächlich auch deutlich besser als auf der Erde. Und da die Venus auch näher an der Erde ist als der Mars, werden Flüge zur Venus mit etwa 3 Monaten auch nur halb so lang wie Flüge zum Mars. Was die Strahlenbelastung während des Fluges natürlich auch weiter minimiert. Außerdem sind die Transitfenster häufiger bzw. Direktabbrüche möglich, wobei die zu ungünstigen Zeitpunkten mit einer erheblichen Transitzeit verbunden wären. Aber auch diese Maximaltransitzeiten sind immer noch deutlich kürzer als die kürzestmöglichen Marsrückkehrbedingungen, wo man mal eben 2 Jahre auf das nächste Startfenster warten muss. Erste Missionen zur Venus könnten insgesamt deutlich kürzer gehalten werden als die ersten Crewflüge zum Mars. Auch das würde dem durch Schwerelosigkeit und Strahlung gestressten Astronautenkörper, denke ich, ganz gut tun. Aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Brüller und dem Grund für das Luftschiffkonzept. In einer Höhe von 50 Kilometer über dem Venusboden herrschen nämlich sehr, sehr erdähnliche Bedingungen. Der Luftdruck ist hier etwa zu unserem Umgebungsdruck identisch und auch die Temperaturen sind mit 75 Grad zwar ein Tick zu warm für dauerhaft nackt rumlaufen, aber keine große Herausforderung für Ingenieure. Dazu hat man in 50 Kilometern Höhe über der Venus deutlich mehr Sonnenenergie für seine Solarzellen zur Verfügung. Allein durch die Nähe zur Sonne kann aus der gleichen Fläche etwa 4-mal so viel Energie herausgeholt werden wie auf dem Mars. Noch besser, die Venusatmosphäre ist so reflektiv, dass man, wenn man ein Flächenproblem hätte, unter seinem Luftschiff auch Solarzellen anbringen könnte. Und die würden dann immer noch so viel Energie generieren wie auf der Erde bei direkter Sonneneinstrahlung. Und durch die Zusammensetzung der Atmosphäre, die zu 96% aus CO2 besteht, hat man sogar einen Grundstoff, um Sauerstoff für die Astronauten oder den Oxidator für die Rückreise zu gewinnen. Und als wäre das allein nicht schon cool genug, hat man mit 3% Stickstoff in der Atmosphäre sogar noch den Rohstoff für die Pflanzendüngerherstellung. Okay, fassen wir das mal zusammen. Habt ihr die Liste noch vor euch? Näher dran und kürzere Transferzeiten als zum Beispiel zum Mars. Check. Schwerkraft, 90% der Erde. Check. Druck wie auf der Erde. Check. Mehr Solarenergie nutzbar als auf der Erde. Check. Temperaturen wie in der Sauna, aber leicht beherrschbar. Check. Atmosphäre grundsätzlich für die Gewinnung von Sauerstoff geeignet.
Check. Ja, warum sitzen wir dann noch nicht im Flieger? Ja, bevor ihr mich dann verklagt, wenn ihr da in eurem Borat-Anzug aussteigt und euch die Haut vermutlich in Fetzen abfällt, sollte ich vielleicht erwähnen, dass die Venusatmosphäre auch aus großen Teilen Schwefelsäure besteht. Aber hey, keiner ist perfekt. Das mag vielleicht jetzt nicht mehr ganz so super klingen, aber ich denke, bei den hervorragenden sonstigen Bedingungen werden wir mit der Schwefelsäure auch noch fertig. Wenn wir von dem Säureproblem mal absehen, frage ich mich ja schon, warum dann alle zum Mars wollen. Also für mich persönlich klingt die Reise zur und von der Venus deutlich entspannter. Und die Bedingungen in 50 Kilometern Höhe sind im Vergleich zum Mars ja doch paradiesisch. Es gibt tatsächlich die Theorie, dass bei einer politisch motivierten Raumfahrt immer eine Fahne irgendwo reingesteckt werden muss. Das mag für uns Europäer nicht ganz so nachvollziehbar sein, aber wer mal in den USA war, der kann sich das als Grund schon ganz gut vorstellen. Und in die Venus-Atmosphäre kann man halt nicht einfach so eine Fahne reinstecken. Dass es technisch möglich ist, ein auf Dichtunterschieden basierendes Fluggerät einzusetzen, wurde durch die beiden Vega-Raumsonden bewiesen. Die beiden 1984 gestarteten sowjetischen Sonden hatten jeweils einen in Frankreich gefertigten Ballon dabei, den sie in einer Höhe von 54 Kilometern aussetzten. Jeder Ballon trug eine 5 Kilogramm Nutzlast, um die Atmosphäre zu untersuchen, die unser Verständnis der Venus-Atmosphäre maßgeblich prägte. Bevor wir uns jetzt aber endlich das NASA-Konzept für die Venus-Luftschiffe für Crewflüge anschauen, hat dir mein Video bisher gefallen? Dann nicht vergessen zu liken und wenn du mehr Raumfahrttechnik-Videos sehen magst, dann abonniere unbedingt meinen Kanal, denn hier gibt es ja jede Woche eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter und am Wochenende immer die Raumfahrt-News. Und wenn du dich auf die unglaubliche Zukunft der Raumfahrt mit Mond- und Marsbasen und Luftschiffen auf der Venus-Atmosphäre genauso freust wie ich und noch das passende Outfit für unseren Apollo-Moment suchst, ja, dann schau mal in den Senkrechtstarter-Shop. Aber jetzt endlich zu der Studie der NASA. Was im Jahr 2015 vorgeschlagen wurde, basiert auf den Startfähigkeiten der zu diesem Zeitpunkt in Entwicklung befindlichen Schwerlastraketen. Das waren zum einen das SLS, aber auch die Falcon Heavy, die ja erst seit 2018 fliegt, auch wenn nicht sehr oft. Warum erwähne ich das extra? Das heißt, auch mit der derzeit verfügbaren Technik wäre das Konzept realisierbar und es würden nicht explizit Technologien benötigt werden, die es aktuell noch gar nicht gibt. Das heißt aber auch, dass eine möglicherweise gravierende Verbesserung von Startfähigkeiten und vor allem von Startkosten so ein Konzept nur noch realistischer machen. Vorgeschlagen wird, zwei Missionen zeitlich versetzt voneinander zur Venus zu schicken. Das Konzept sah vor, dass für jede dieser Missionen die notwendige Nutzlast mit 4 Falcon Heavy Starts und einem SLS Start in einen niedrigen Erdorbit gebracht wird und dort dann zusammengebaut wird. Wenn das erste Raumschiff mit dem verpackten Luftschiff an Bord, aber noch ohne Crew, bereit wäre, würde die erste Mission starten. Um dieses sogenannte Airship-Vehikel auf den Weg zur Venus zu schubsen, wurde ein zweistufiges System vorgeschlagen, das zur Trans-Venus-Injection des Airship-Vehikels in der Lage wäre. Das Luftschiff wäre von einer Aeroshell geschützt. Diese Schutzhülle wird gebraucht, um mithilfe der Venus-Atmosphäre abzubremsen. Das Fachwort heißt hier Aerobraking, etwas, das zum Beispiel die Apollo-Missionen auch gemacht haben. Also die Atmosphäre eines Himmelskörpers nutzen, um Geschwindigkeit abzubauen. Sonst würde man ja große Mengen an Treibstoff benötigen zum Abbremsen, ja, um die Geschwindigkeit aus dem Raumschiff zu nehmen. Da hier das Airship-Vehikel nur im Orbit geparkt werden soll, nicht vollständig in die Atmosphäre eintauchen soll, spricht man hier auch von Aero-Capture, also dem Luftfangen. Wenn das Luftschiff samt Aeroshell erfolgreich in einen Venusorbit in etwa 300 Kilometer Höhe eingeschwenkt ist, würde man im nächsten Anlauf die zweite Mission mit Crew schicken. Diese zweite Mission wäre nicht erforderlich, wenn man eine reine ferngesteuerte Robotermission durchführen würde. So eine Mission wäre allein mit dem jetzt im Venusorbit befindlichen Luftschiff möglich. Aber da wenig so aufregend ist wie der Gedanke, dass der Mensch die Erde verlässt, um fremde Welten zu erforschen, gehen wir natürlich all in und schauen uns das Konzept für eine Mission mit Crew an. Denn das ist es ja, was uns Menschen ausmacht. Wer erinnert sich an Klein Erna oder Hänschen, die 1492 zu Hause geblieben sind? Die großen Erfindungen und Entdeckungen sind es, die uns inspirieren. Die Menschen, die wissen wollten, was hinter dem Horizont liegt oder was wohl das kleinste Teilchen ist. Nicht jeder hat diesen Drang oder die Befriedigung, die die Menschen mit dem Entdeckergehen aus den kleinsten Fortschritten ziehen können. Aber wir sollten uns vielleicht fragen, mit welcher Brille die Geschichte auf die Kritiker von großen Herausforderungen blickt. Wenn die Geschichte sich überhaupt an die Kritiker erinnert. Aber genug philosophiert, wenn es allein um den Wissensgewinn geht, machen natürlich Robotermissionen auch extrem viel Sinn. Auch um alle Technologien vorab zu testen, ist das vor einem Crewflug bestimmt sinnvoll. Aber lass uns mal den Crewflug besprechen, gerade weil es ein tollkühnes Unternehmen wäre und mich zumindest unglaublich inspiriert und träumen lässt, was denn dann noch so alles in Zukunft möglich wäre. Also, wir haben unser Luftschiff noch schön in der Aeroshell verpackt, im Venusorbit auf gut 300 Kilometer Höhe geparkt und starten nun in einer zweiten Mission mit einer zweiköpfigen Crew in Richtung Venus. Das Grundkonzept dieses Transitvehikels ist identisch zu dem des Airship-Vehikels. Anstatt des Luftschiffs enthält es aber das Transithabitat,
in dem die Crew einen Großteil der Mission verbringt. Insgesamt reden wir von einer Missionsdauer von 440 Tagen. Zusätzlich würde mit dem Transitvehikel auch die Antriebseinheit für den Rückflug transportiert. Und das ist auch das Schöne an Flügen zur Venus nach diesem Flugprofil. Man könnte dank des mitgeführten Antriebs auch jederzeit auf dem Hinweg zur Venus abbrechen und zur Erde zurückkehren. Da ein Großteil der insgesamt 440 Tage dauernden Mission im Transithabitat zugebracht wird, lohnt es vielleicht, sich die dafür vorgeschlagenen 44 Kubikmeter mal genauer vorzustellen. Das entspricht bei 2,4 Meter Standarddeckenhöhe einem 18,3 Quadratmeter Zimmer. Für ein WG-Zimmer ist das gar nicht mal so schlecht, aber wir reden bei dem Transithabitat ja von der gesamten Astronauten-WG. Ich kann aus eigener WG-Erfahrung sagen, wenn die eine Playstation und einen Geschirrspüler haben und einen Bartputzplan, dann wird das schon keinen Ärger geben. Okay, gehen wir davon aus, dass unsere beiden Astronauten den Flug gut überstanden haben und nach nur 3 Monaten Schwerelosigkeit auch noch recht fit sind. Wie schon das Luftschiff-Transportfahrzeug bremsen unsere zwei tollkühnen Entdecker mittels Aerobraking in der Venusatmosphäre ab, wobei hier das Beschleunigungsprofil etwas menschenfreundlicher ausgelegt werden sollte, als es bei dem vorangegangenen Frachtflug mit dem Luftschiff maximal möglich war. Im Venusorbit von 300 Kilometer Höhe wird dann ein Rendezvous der beiden Raumschiffe durchgeführt und nach einem Check der Systeme steigt die Crew dann in das Luftschiff-Cockpit um. Die beiden Raumschiffe trennen sich und mit einer beherzten Triebwerkszündung senkt das Luftschiff-Raumschiff seinen Orbit so weit ab, bis es in der Atmosphäre eintaucht. Nun kann seine hitzeschildbestückte Aeroshell wieder zum Bremsen verwendet werden, um die etwa 26.000 km/h gegen die Venusatmosphäre abzubluten. In einer Höhe von 80 Kilometern mit deutlich unter 2000 km/h wird ein Überschallfallschirm zum weiteren Abbremsen genutzt. Dieser Fallschirm bremst dann auf 360 km/h ab, bevor das Aeroshell mit dem Hitzeschild abgeworfen wird. Noch im freien Fall würde sich das Luftschiff entfalten und mit Helium gefüllt werden, was den Luftwiderstand weiter erhöht. 13 Minuten nach dem Eintrittsmanöver ist das Luftschiff in einer Höhe von etwa 60 Kilometern vollständig entfaltet. Seine Geschwindigkeit beträgt nun unter 10 Metern pro Sekunde, also unter 36 km/h. Der Fallschirm und das verbliebene Verpackungsgestell werden abgeworfen und die vollständige Betriebsbereitschaft des Luftschiffs wird hergestellt. Die Solarpaneele versorgen das Luftschiff mit Strom und mit seinen elektrischen Antriebsgondeln kann es den gewünschten Weg einschlagen und vor allem den enormen Venuswinden Paroli bieten. Die erste Mission würde 30 Tage dauern und könnte aus Atmosphärenbeobachtung und dem Aussetzen von Robotersonden zum Venusboden bestehen. Aber auch der Untersuchung der Venusoberfläche mittels Luftschiff-Sensorik. Nach Ablauf dieser ersten 30-tägigen Mission steigen unsere zwei Helden in einen Microlauncher, der den Großteil der Luftschiff-Nutzlast ausgemacht hatte. Ja, dieser Microlauncher, der klingt dann aus, so ein bisschen wie so ein Airlauncher, und beginnt dann seinen zweistufigen Aufstieg zurück in den Venus-Orbit, wo sich noch das Erde-Venus-Transitvehikel befindet. Meiner Meinung nach der perfekte Anwendungsfall für eine Hybridrakete. Vielleicht sollte ich den Jungs und Mädels von High Impulse mal schreiben. Zurück im Venus-Orbit bringt das Aufstiegshabitat die beiden glorreichen Venus-Forscher zurück zum Transitvehikel. Hier angedockt und nachdem aller unnötiger Ballast abgeworfen wurde, wird der Rückflug zur Erde angetreten. Für den Rückflug ist das Transferfenster bei einer 30-tägigen Mission nicht so ganz optimal. Aber mit 300 Tagen Länge wäre die gesamte Missionsdauer mit 440 Tagen noch weit unter der kürzesten möglichen Mission, der eine zukünftige Mars-Crew ausgesetzt wäre. Da reden wir normalerweise von mindestens 500 Tagen und mehr. Sobald die Erde erreicht ist, wird auch hier ein Brems- und Fangmanöver mithilfe der Atmosphäre durchgeführt. Im niedrigen Erdorbit würde eine Crewkapsel an dem Transitvehikel andocken und die Crew heil zur Erde bringen. Riesige Schlagzeilen, Konfettiparaden und natürlich der Eintrag im Geschichtsbuch. Ja, die Zusammenfassung der NASA-Studie kam zu dem Schluss, dass die robotergestützte und menschliche Erkundung der Venus mit Luftschiffen machbar ist. Den Entwicklungsbedarf sah man hauptsächlich am Raumschiff, dem Überschallfallschirm und der kryogenen Langzeitspeicherung von Treibstoffen. Und natürlich an dem für dieses Missionsprofil notwendige schnelle Aufblasen des Luftschiffs während des Abstiegs. Aber auch in dieser Zusammenfassung des NASA-Konzepts wurde wieder betont, dass die Venus mit ihrer relativ gastfreundlichen oberen Atmosphäre eine Rolle für die Zukunft der Menschheit spielen könnte. Und da ist er wieder, der inspirierende Funke. Was für Elon Musk natürlich eine Rolle spielt, da man ja nicht auf der Venus direkt landen kann, dürfte es dort mit Schwerindustrie und großen Städten nicht so ganz einfach sein. Im Prinzip müsste ja alles von der Erde mitgebracht werden. Das widerspricht dann natürlich seiner Idee von einer sich selbst erhaltenen Stadt auf dem Mars mit 1 Million Bewohnern. Aber mal abgesehen von dem erklärten SpaceX-Ziel, eine dauerhafte Kolonie auf einem anderen Planeten zu errichten, die dann auch noch ohne Erde klarkommen würde. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das Konzept von Luftschiffen auf der Venusatmosphäre richtig geil. Bestimmt auch, weil mein Lieblings-Star-Wars-Film Das Imperium schlägt zurück ist und ich als Kind die Idee einer fliegenden Stadt über einem Gasplaneten unglaublich cool fand. Was meinst du? Ist das eine gute Idee? Wo siehst du die größten Probleme? Und vor allem, würdest du eher zur Venus oder zum Mars fliegen? Schreib mir doch einfach unter dem Video.
Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Großes Dankeschön geht an die Community fürs Liken, Kommentieren und Teilen meiner Videos. Besonderer Dank geht wie immer an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon- oder YouTube-Kanalmitgliedschaft unterstützen. Als kleines Dankeschön gibt es ja meine Videos für euch vorab und ohne Werbung. Vielen, vielen Dank. Ihr helft mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jede Woche eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter und am Wochenende immer die Raumfahrt-News. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.